Hallo und herzlich willkommen in der grünen Hölle bei Green Hell und unseren Plantagen. Was steht denn mal? Magnolienpflanze, ne? Wieso steht das da nicht bei eigentlich? Also bis jetzt kam auch kein Patch, kein neuer Patch oder sowas in der Zeit. Also hat sich bisher nichts geändert. Ich brauche Banane. Warte mal, Banane habe ich doch in der Tasche, oder? Stopp. Irgendjemand denkt an mich, meine Nase juckt. So. Alles wieder voll. Muss das hier alles nur noch fertig werden? Ach, die oben sind fertig, alles klar. Genug zu futtern für den nächsten, für die nächste Woche. So, hier ist auch noch nichts passiert. Ach so, hier wird wahrscheinlich wieder angezeigt, was für wie lange die Bananen noch da sind. Jetzt habe ich natürlich kein Düngemittel mehr. Das ist natürlich schade, schade, schade. Und ich habe noch eine Garnele übrig. So. Stimmt, die Pilze bringen Dings da hier. Das Gelbe. Könnte ich nämlich eigentlich den hier mal dahin? Den hier dahin. So, wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wo die zwei Töpfe herkommen, folgt einfach nur den Pfad sozusagen, wo ihr in die neuen Gebiete kommt. Und dann müsstet ihr eigentlich normalerweise an einem kleinen, ja, wie soll ich sagen, an kleinem Camp auskommen. Da spawnen nämlich zwei Töpfe und die spawnen immer wieder nach. Das heißt, ihr könnt unendlich viele Töpfe haben. Deswegen habe ich nämlich auch 5 Stück. 4. Ne, einer ist noch hier drin. Da ist noch einer drin, also 5 Töpfe. Den einen habe ich ja so beim im Drogencamp gefunden. Das war ja auch noch ein Topf da. Und die anderen 2 habe ich jeweils 2-mal beim an diesem Camp gefunden. So, normalerweise könnte ich die ja abbauen. Aber dann haben wir die ja hier immer noch hier rumliegen. Von daher kann ich das auch stehen lassen. Weil ich aber die Betten wegmachen könnte. Oder auch nicht. Ich lasse die einfach. So. Gut, also zu futtern werden wir die nächsten Tage genug haben. Fehlt nur noch eine Aufgabe, ne? Eins könnte ich noch bauen. Nur wohin? Nämlich die Lehmdusche. Da kann ich gar nicht hinbauen. Warum? Ich muss mal gucken, wo ich die hinplatziere.
Ich könnte es eigentlich auch hier hinbauen, ne? Gucken, ob das geht. So. Stämme brauchen wir dann. Habe ich noch 4 Stück? Jawohl. Und 6 Stöcke muss ich auch zweimal verlaufen. Ein, zwei, drei, vier, fünf, fünf. So zähle ich auch immer. Hallo, kannst du mal hier? Hallo, den einen bitte hier. Also ist doch noch nicht alles gefixt. Werde ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bei mich extra, damit ich dann nachher den die nächste Grube mit dem Lehm schon direkt bewässert habe durch den Regen. Wahrscheinlich hört es genau dann auf, wenn ich fertig bin. So völlig abrupt, so plupp weg. Nein, halt. Nein. Sehr gut. Das ist doch mal schön. Normalerweise, wenn das fertig ist, müsste man das noch trocknen lassen. Das fände ich dann natürlich noch ein bisschen realer, ne? So, dass man ein bisschen Zeit braucht, damit das trocknet und sowas. Weil Lehm trocknet ja nicht sofort, ne? Und normalerweise hat Lehm ja auch einen Verschleiß. Das weiß ich zumindest, ne? Bleibt nicht ewig so schön. Wobei schön relativ ist, ne? Na super, Bambusstock. Hier ist irgendwo noch welche rumgeflogen. Wir sind noch welche rumgeflogen, so. Da können die, wie gesagt, doch die spawnen. Das sind ja nur die normalen Stöcke, ansonsten muss ich mir wieder welche boxen. Aber hier müssten normalerweise welche liegen. Weil ich ja hier die Bambusse abgeschlagen habe. Oh ja, hier können sie nicht liegen, du Depp.
Komischer Ton. Sie Konditionstraining machen hier. Joggen für Fortgeschrittene. So, aber hier müssen eigentlich welche liegen. Wie gesagt, eigentlich. Gut, oder auch nicht, ne? Dann hole ich mir den halt so. So, Lehmdusche ist da. Füllt sich auch langsam mit Regenwasser, ist sehr schön. Wobei der Regen mal wieder nicht aufhört. Wir sind wahrscheinlich mal wieder im Regen, Dings da, in der Regenzeit. Ich weiß auch gar nicht, ob sich die, ob die weiter wachsen im Regen. Gut, Frage, werden wir sehen, wenn es soweit ist. Das ist echt der Hammer, ne? Das, die leuchtet weiter. Das heißt, wir haben am Rucksack also eine, eine Fackel hängen, die unaufhörlich brennt. Wann kommen eigentlich Fackeln dazu, die man so an der Wand hängen kann oder so aufrecht hinstellen kann? Das wäre natürlich auch mal etwas, so dass man ein bisschen Licht machen kann, sozusagen. Oder man selber durchnässt ist und sich dann am Feuer, zum Beispiel hier an dem Ofen, aufwärmen kann. Wieso hier übrigens Regentropfen drauf abgebildet sind, weiß auch keiner, ne? Wir sind eigentlich in einem Häuschen. Okay, hier ist ein Loch drin, aber das ist jetzt nicht so wild. Also es regnet hier durch. Dann ist das eigentlich schon mal recht schlecht. So, kleine Stücke haben wir auch schon mal fast voll. Zehn Stunden haben wir noch. So, ich habe das jetzt gebaut. Hier hat man alles fast im Sicht, in der Sicht, was ich gebaut habe. Warte mal. Vielleicht habe ich ja noch irgendwas zum Bauen. Wassersammler brauchen wir alles nicht mehr. Das hier habe ich noch nie so ganz verstanden. Ich glaube, das kommt über ein Dingens. Über einen Baum. Über ein Dings hier, Feuer. Genauso wie das hier.
Habe ich schon geguckt, Fallen könnte ich mal bauen. Okay, jetzt haben wir keine Holzscheite mehr. Ich nehme jetzt einfach mal alle. Ein kleiner Stock. So, die erste Falle ist schon mal gebaut. Mir fehlt die Lebendfalle, ne? Oder ist das die Schlingfalle hier, ne? Das ist die Schlingfalle. Unter Wasser bauen, ne? Nein. Vier Holzscheite. Ach, Schande, ich habe vergessen, die Stöcker wegzulegen. Ich habe die jetzt extra dahingestellt, wo es, wo keine Sachen drumherum sind, weil beim letzten Mal, wo ich die gebaut habe, da habe ich die an irgendwas hingestellt, wo die, hier, wer ist jetzt, wo eine Pflanze jedes Mal gespawnt ist. Die hat dann die Falle immer ausgelöst. So.
Also es wird wohl die ganze Zeit weiter regnen. So. Boah, Stöcke habe ich natürlich keine mit. Jetzt nicht mehr. Aber wir müssen ja eigentlich haufenweise rumfliegen. Wollte ich eigentlich nicht mitnehmen, aber ist ja auch okay. Und hier lang da. Und hier auch noch. Nehme ich natürlich höflicherweise alles mit, so nett wie ich bin, ne? Dschungel ein bisschen sauberer halten. So, und dann muss der kleine Wurmball gleich mal ins Bettchen. Da, ja, jetzt brauche ich noch Seile. Hallo. Falle ist fertig. 3. Ich hatte doch 4. Egal. Ah ne, da habe ich eine reingetan. Genau, stimmt. Da war ja eins benötigt worden. So, ich sag, dann mache ich von hier aus. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Wobra. Ciao, ciao.